Liebe Footballer sind es heute, Freunde. Heute mache ich ein Tutorial zur Flatterbellen auf Nachfrage eines unserer User. Und ja, das machen wir dann heute gleich mal. Ich fange noch gleich mal an mit dem ersten, also zum Beispiel den Ball. Es ist egal, welchen ihr nehmt, aber naja, ganz egal, ne? Die besten sind halt die, die wo Noppen haben. Also sowas wie der Chabulani oder die Torfabrik vor letztem Jahr und diesem Jahr. Also sowas ist jetzt nicht ganz geeignet, aber mit dem von Nike geht es eigentlich auch gut. Alle Nike-Bälle eignen sich auch. Ja, als nächstes ist wichtig, aus welcher Distanz ihr schießt. Ich denke mal, es ist zu weit, wenn man aus 40 Meter mit so einem Schuss kommt. Ich denke maximal 25 bis 30 Meter. Und ja. Was perfekt wäre für die Distanz her, ist so 20 bis 25 Meter, wenn es geht. Naja, 15 geht dann, ist 12 Meter. Ist ja egal. Ich zeige euch dann mal die Technik, wie es geht. Also den Ball sollte man hier in diesem Bereich treffen. Weil wenn man ihn hier trifft, dann geht er drüber und hier, dann ist er zur Tiefe, sieht man ja. So, und man sollte den Ball mit diesem Teil des Fußes treffen. Hier. Bei Linksfüßler natürlich genauso. Hier. So, ja. Und dann sieht es so aus, wenn man ihn trifft. So. Okay, ich zeig's euch dann gleich mal. Jetzt folgt gleich der zweite. Jetzt kommt der nächste. Also der Ball, der war jetzt nicht so gut, aber vom Prinzip her hat man es eigentlich gut gesehen. Er kommt gut hoch, aber dann senkt er sich wie ein Stein. So, und der letzte von mir, danach kommt mein Kollege. So, jetzt kommt mein Kollege dran. Ja. Mit etwas weiterem Abstand.
So, und das war es jetzt eigentlich schon von unserem Video. Oh ja, ey, das habe ich vergessen. Tut mir leid, es geht natürlich noch weiter. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Das war jetzt gerade Cristiano Ronaldo Freistoß. Halt Nackeball, wie er sich senkt und so. Und jetzt kommen wir zum Bastian Schweinsteiger Freistoß. Haben wir ja gesehen gegen Schalke. Und ja, gegen Hoffenheim hat er ja auch selber getreten, weil Pech mit Aluminium gehabt. Und ja, da ist es eigentlich nicht so schwer. Da trifft man den Ball hier. Und dieses Mal mehr so. Also nicht so, sondern nur so. Und ja, perfekte Distanz hierfür wäre, naja, kurz nach dem Strafraum, weil das eigentlich nicht sein, weil der kommt mit viel EP, also nicht mit viel Wucht. Also ich zeig's euch dann. So, jetzt der zweite Versuch, der erste war nix. Der zweite war schon besser, aber es geht immer noch. Ja, das hat überhaupt nichts. Ich versuche jetzt mal auf die andere Seite rüber zu schießen. Also das ist ein Pfostentorwart. Was für ein Fehler! Das passiert ihm eigentlich sonst nichts. Nichts. Der letzte, dann kommt er. Ja. Der Schweinsteiger Freistoß ist nicht meine größte Stärke. Den Nackeball habe ich da schon deutlich besser drauf. Mal schauen, was mein Freund besser macht.
So, das war's jetzt für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr es gut fandet, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt und ja. Fragt einfach nach einem Tutorial und wir machen es. Also viel Spaß noch auf unserem Kanal. Tschüss.